So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Weiß. Im letzten Part haben wir die Siegesstraße fertig gemacht. Wir haben unseren Saubeutel gefangen. Und ich habe den Emulator gerade nicht vorne ausgewählt. So, jetzt. Und ja, wurden einmal gestört und ja, haben keinen Schutz mehr. Genau. Wir sind quasi bereit für die Liga. Ich wollte hier noch einmal kurz das Setup durchgehen. Ich würde einfach von Schönheit her die Reihenfolge, in der wir sie bekommen haben, war sogar die Reihenfolge hier, so mitnehmen. Dann würde ich mir hier gerne noch ein bisschen was an Tränken und ähnlichem kaufen. Wir haben mehr Kohle. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Geld, sehe ich gerade. Ups. Ich dachte, wir hätten mehr. Haben wir schon eingekauft gehabt? Wobei, ich glaube, ich habe eingekauft gehabt, bevor ich das Let's Play fortgesetzt habe, glaube ich zu wissen. Bin mir nicht sicher. Beleber, 2, komm. Hyperheiler, es reicht. Das würde ich jetzt mal behaupten. Das würde ich aber hoffen. Das brauchen wir jetzt zwar so direkt auch nicht. Ich gucke gerade mal durch, das haben wir. Übertrank, komm, haben wir die drei noch mit. Dann fehlt es da wenigstens schon mal nicht. Die Hyperbälle. Ich wechsle das gerade in meine Poké Y, was ich gerade eben noch gespielt habe. Da habe ich nämlich nur noch 5 Hyperbälle und deswegen dachte ich mir, ich muss jetzt noch welche kaufen, aber muss ich gar nicht. Genau. Ja, viel mehr gibt's eigentlich gar nicht mehr zu tun. Ich glaube, wir können dann auch schon. Oh Gott, das sieht das gerade verpixelt aus. Ich habe einen schwarzen Rand in meinen Kopf gekommen. Yay! Sieht komisch aus. Okay, Leute, Konzentration hier. Liga und so. Stimmung aufbauen. Oh, Liga-Zeit. Lassen wir die Herausforderung beginnen, beziehungsweise lassen wir mal die Ohren kontrollieren. Die Pokémon-Liga ist ein Ort, an dem nur ein Gesetz gilt. Das des Stärkeren. Und die Stärke beweist man hier am besten, indem man die Top 4 und den Champ besiegt. So einfach ist das. Die Top 4 kann dann jeder zum Kampf herausfordern. Und erst wenn du sie alle bezwungen hast, gibt sich auch der Champ die Ehre. Nicht jeder kann die Typis da herausfordern, nur wenn man 8 Orden hat, ne? Das ist wichtig. Aber Vorsicht, hast du erst einmal den Federhandschuh geworfen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst entweder alle Gefechte zu deinen Gunsten entscheiden oder durch eine Niederlage ausscheiden. Möchtest du dein Glück versuchen? Ja. Nun dann, auf geht's. Jetzt hören wir nochmal weglaufen. Ich will doch nicht. Oder doch, komm, wir gehen rein. Es gibt kein Zurück mehr für uns. Boom. Oh yeah, was steht hier? In die Statue ist folgende Inschrift eingemeißelt. Die Pokémon-Liga ist die Heimstätte vierer kraftstrotzender Trainer. Im Südwesten lebt jene, deren Wissen um Pokémon vom Typ Geist und es ohnegleichen ist. Im Südosten lebt der unumstrittene Meister der Kampf-Pokémon. Im Norden lebt jener, der seine Unlicht-Pokémon zu absoluten Höchstleistungen führt. Im Nordosten lebt jene, welche die Pokémon vom Typ Psycho in- und auswendig kennt. Überwinde diese vier Wächter und mit der rechten Mischung aus Mut und Weisheit und der Champ, der Weg zum Champ der Pokémon-Liga wird sich dir öffnen. Da hat Kraft gefehlt, da hätte man das Triforce zusammen. Weisheit, Mut und Kraft. Hier brauchen wir nur Mut und Weisheit. Cool, das heißt, wir brauchen Ganondorf nicht. Ganondorf soll ganz wieder gehen. Tschüss. Ja, was kontrolliere ich eigentlich noch? Beziehungsweise in dem Fall würde ich gerne Jita Force schicken, denn ich glaube, dass Jita hier echt doch die besten Chancen hat gegen Geist-Pokémon. Ich sag's gleich, ich habe immer eine feste Reihenfolge bei denen hier. Und zwar fange ich immer links an und gehe nach rechts durch. Wollte ich nur mal gerade sagen. In Pokémon X und Y ist ja nochmal ganz anders aufgebaut. Also, es hat einen ähnlichen Stil. Aber, naja. Und jetzt kommen erstmal Geister, die uns durch die Gegend tragen. Das ist voll episch. Voll oberprotzig. Das kann ich auch, wenn keine Ahnung. Wenn ich ein Geist-Pokémon habe. Mensch. Das trägt mich auch immer durch die Gegend. Hi. Das Gewitter. Oh je. Na, wie geht's? Oh Gott, die redet immer so viel, ne? Die feurig glühenden Augen des Mannes stachen aus seinem finsteren, hageren Gesicht hervor. Der Blitzerzug gerade eben war echt creepy. Wie eine ständige Erinnerung an seinen Entschluss, alles um der Gerechtigkeit willen zu opfern. Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Die Anregung für die Hauptfigur lieferte mir der letzte Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat. Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu glimpflich aus. Ach, es ist wirklich schade um ihn. Aber genug der Gefühlslei. Wie, du hast ihn getötet? Nein! Ich will nicht getötet werden. Ich mag Leben. Leben ist toll. Leben macht Spaß. Leben ist lebenswert. Aber genug der Gefühlsduselei. Du bist ebenfalls Trainer und willst dich mit mir messen, stimmt's? Dann mach dich auf was gefasst, denn ich bin Anissa, die Meisterin der Geist-Pokémon. Oh yeah! Epische Melodie.
dun 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 dun. Oh ja. Dubstep hier. Echt na toll, wird in Kampf gesetzt von Top 4 Anissa. Und wir kommen mit, naja, Donald. Anführungszeichen. Ihr könnt meine Anführungszeichen nie sehen, das ist doof. So, gut. Du hast Mumie. Aber ich glaube, dass ich dich mit dem Spukball nicht down kriege. Na, komm, hauen wir Nachtieb drauf. Ich habe jetzt auch kein Training mehr gemacht, wie ihr vielleicht seht. Ich bin tatsächlich direkt so rein. Ist es? Wow. Das war ein Volltreffer, ja. Mumie, ja, ich weiß, mein Druckbild verschwindet und damit verwandle ich mich zurück, aber das ist mir relativ Banane. Denn jeder, der mich jetzt physisch berührt, wird ebenfalls zu einer Mumie. Also, hat die Fähigkeit Mumie danach. Golgantes. Was könnte ich denn gegen dich machen? Da könnte ich auch Cooper, du bist Boden, also eher Lauch. Also, Lauch, du bist dran, los. Badam. Badam. Ah, die Musik ist geil. Wobei die aus Pokémon XY. Ja, ich weiß, ich schwärme von dem Spiel. Ich finde, Pokémon XY ist bisher das Geilste, was sie in Hinsicht von Pokémon hinbekommen haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Empfindung zumindest. Jetzt kriegst du erstmal voll auf die Mütze, auch wenn es wahrscheinlich nicht reichen wird. Doch, es reicht sogar! Ich crit hier ein Pokémon nach dem anderen, oh ey. Skill up. Okay, da muss ich wechseln. Das ist nicht gut. Koopa ist perfekt dafür gemacht. Das Flammkörper wahrscheinlich sogar, oder? Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das heißt, du kannst mich auch verbrennen. Und du wirst eventuell sogar langsamer sein als ich. Was ist nochmal stärker? Steinagel oder Kaskade? 80? Ich kann mit all meinen Attacken bin ich stark. 75 und 80, ne? Das heißt, Kaskade basht am meisten. Dann haben wir eine Kaskade raus. Komm. Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Und das tut mir erstmal ganz schön weh. Au. Und du bist auch schneller als ich, habe ich gerade gemerkt. Oh. Oh, oh, oh. Friss die Kaskade hier. Bam, badam, da, 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 da. Oh Gott, das will, du hast überlebt. Wie kannst du es wagen? Übertrankst du dich jetzt? No risk, no fun. Yes. Also, top Genesung. Übertrank. Das gleiche. Jacke wie Hose. Auch wenn ich den Spruch immer noch nicht verstehe, aber okay. Dann gehen wir jetzt auf Risiko. Verteidigung, Spezialverteidigung sinken. Aber jetzt sollte ich doch hoffentlich schneller sein. Angriff, Spezialangriff und Initiative steigt stark. Hau eine Kaskade drauf und hau das Viech um und du bist langsamer. Damit bist du weg. Okay. Skelapo ist eigentlich ziemlich langsam. Deswegen habe ich jetzt damit gerechnet, dass ich schneller bin. Aber okay. Das ist jetzt doof. Wie ist das jetzt doof? Komm, DJ, jetzt darfst du mal. Und es hat eine relativ hohe Spezialverteidigung, glaube ich, zu wissen. Nachtieb! Zang. Und das tut dir erstmal ganz schön weh, vor allem, weil es auch Step ist. Und Tisha einen höheren Angriff hat als Cooper, wie man sieht. Dankeschön. War das denn so schwer? Mensch, Cooper, du hast mich enttäuscht. Strafattacke. Was war das nochmal? Ich hab's gerade nicht mehr so ganz im Kopf. Je stärker das Ziel durch Statusveränderung ist, desto stärker wird dieser Attacke. Oh, das klingt natürlich eigentlich schlecht, aber ich bin ganz zufrieden mit meinem Moveset, muss ich sagen. Ja, Strafattacke nicht erlernen. Ich glaube, ich hau dann später auch die Agilität für Nachtflut raus, wenn wir sie überhaupt so weit bringen. Ich weiß ja nicht, wie weit wir es wirklich machen werden. Apoqualyp. Burner ist eine dumme Wahl. Burner wäre eine ganz blöde Wahl. Ich denke, ich gehe auf Lauch. Boom. Genau, brüllen den Gegner an. Dann wird er sicher Angst haben und weglaufen. Pussy. Genau. Laubklinge. Das dürftest du wahrscheinlich sogar überleben. Meine Vermutung. Ich bin nicht sicher. Und. Es hat überlebt. Mit einem fucking KP. Au. That hurts. That. Au, au. Wobei, es geht sogar. Ich dachte, das wäre stärker. Gib mir. Ich war mir klar, du heilst, deswegen habe ich hier sogar eingesetzt. Es war alles wohl geplant, ja, was wirklich. Glaubt ihr oder glaubt mir nicht, aber es war echt geplant. So, ich sauge dich mal kurz aus. Und. Das war ein Volltreffer. Okay. Frage ich jetzt gerade, ob er nochmal eine Top-Genesung einsetzt. Und du hast doch keinen Tastfluch, glaube ich. Tastfluch hast du dann anscheinend nicht, weil sonst hättest du meine Attacke blockiert, weil ich dich berührt habe. Lockling ist nämlich physisch.
und wir haben Anissa besiegt. Oh, ich bin absolut sprachlos. Da kenne ich so viele Wörter und doch will mir es nicht gelingen, den Satz zu knüpfen. Und Mann, bestimmt hast du viel zu reden, Mensch. Du bist einfach großartig, das habe ich verstanden. Das ist... Damit kann ich leben. Ja, und wir halten viel Geld. Tut mir leid. Zunächst muss ich meine Pokémon auf richtige Vergebung bitten. Ich bin betrübt, bekümmert und tröstlich, aber ich kann es kaum in Worte fassen. Ihr solltet auch euch keine Vorwürfe machen. Immerhin kann es doch jedem im Kampf passieren. Aber wie dem auch sei, ich bin immer noch Mitglied der Top 4. Das hast du gut erkannt. Und ich gehe mal zurück in den Hauptsaal. Ich find's hier ein bisschen kühl und unheimlich. Und jetzt leuchtet hier so ein schönes blaues Licht. Wir leuchten. Und ich halte gerade meine Pokémon, weil die sind so ein bisschen angeschlagen. Woher bloß? Beziehungsweise Cooper ist hier angeschlagen. Wo ist denn der Beleber? Da. Ein Beleber für... So. Ich muss auch kurz meinen Popschutz ein bisschen richten. Für Cooper. Und der Rest wurde nicht mal angekratzt. Okay, ja, Lauch halt viel eigentlich, aber... Hat sich ja selber geheilt. Da sage ich auch nichts. Hypertrank hinterher. Unsere Pokémon haben nicht so viel KP, sehe ich gerade. Ja, wobei, sind auch noch nicht Level 5, sind zum Teil noch nicht mal Level 50. Ich sage einfach nichts mehr zu dem Thema. Aber in den nächsten Raum! Juhu! Ich meine, was ich noch sagen wollte zu Pokémon X und Y. Erstmal fahren wir wieder ganz populös hoch. Yay! Ich glaube, das war der einzige, der gegen den Uhrzeigersinn einen hochfahren lässt. Fällt mir gerade so ein. Habe ich, glaube ich, mal gehört irgendwo, dass das so ist. Der einzige, der bei dem der Aufstieg gegen den Uhrzeigersinn läuft. Die alle anderen machen es im Uhrzeigersinn. Was ich sagen wollte, Pokémon X und Y hat man nicht mal ausgeschildert, wo was zu finden ist. Wer welcher Trainer ist. Und dann muss man sogar auf gut Glück reingehen. Und naja, du hast aber noch Zeit, dein Pokémon auszutauschen. Gut, du hast Unlicht-Pokémon. Da würde ich Burner nach vorne schicken. Ach, ich hab noch zu dem nachguckt. Burner entwickelt sich Level 59. Das heißt, es ist noch ein bisschen hin. Ich bumm's dich jetzt noch ein bisschen an. Bumm, 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 bumm. Okay. Ach, du grüne Neune, habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzen? Die Trainer geben sich ja heute regelrecht die Klinke in die Hand. Ich habe keinen einzigen gesehen. Aber ist ja auch wurscht. Wurscht. Schön ausgedrückt. Ich bin jedenfalls Erster vor den Top 4 und somit dein Gegner im nächsten Kampf. Okay. Ich lasse das schon wieder. Die Musik ist nur so catchy. Eine Herausforderung von Top 4 Astor, wobei wir ihn herausgefordert haben. Also, bin ich total dumm und... Du bist ein Kampftyp, das habe ich vergessen. Shit. Ich könnte jetzt Toxinen, aber Kampf-Pokémon weiß ich immer nicht, ob sie Adrenalin haben. Und wenn ja, ist das dumm. Ich muss direkt wechseln. Ich habe keinen Bock, den A zu verbrennen oder B zu vergiften. Einfach aufgrund von, ich weiß nicht, ob Adrenalin da ist und das war zu stark, mein Lieber. Ich würde gerne wieder mal ein paar von meinen KP zurück. Du hast eine relativ hohe Verteidigung und einen guten Angriff, glaube ich. Mir gemerkt zu haben. Ahaha! Schmerzen! Das ist natürlich jetzt nicht so lustig. Was machst du nochmal? Ja, und sammeln. Angriff wird erhöht. Komm, roll dich mal ein. Versuch es wert. Problem ist, der hat lauter sehr effektive Attacken. Ja, nicht jeden unserer... Ja, lass die Kack. Gegen jeden unserer Mitglieder. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Hypertrank raushauen. Warum habe ich ja nicht Top-Trank gekauft? Keiner unserer Pokémon hat mehr als 200 KP. Lohnt sich gar nicht. Ja, okay. Kann es nie schlecht zu haben. Durchbruch. Au. Das wäre sehr effektiv gegen Cooper und sehr effektiv gegen Cheetah gewesen. Und Cheetah wäre wahrscheinlich down gewesen. Komm, rollen wir uns noch einmal ein, dann reicht auf jeden Fall auch das Aeroas. Angriff, Verteidigung und Genauigkeit steigt. Au, hör auf mich zu giftieben, du Arsch! Jetzt gibt's erstmal ein Aeroas ins Gesicht. Das sollte jetzt eigentlich reichen, damit oder auch nicht, warum auch nicht? Arsch. Idiot. Vollidiot. Aeroas. War klar. Aber mit zwei Hieben habe ich ihn down. Ich habe gerade nicht über die Hälfte gehabt. Das heißt, also ich habe ihn erst nicht über die Hälfte. Ich habe ihn beim zweiten, Aeros zieht über die Hälfte ab. Das wollte ich damit sagen. Ich weiß immer nicht, es zu formulieren. Das ist das Problem dabei. Down. Bob. Und der LDP, Burner LDP. Cesurio. Oho, oho. Da wechsle ich doch zu Burner.
Badadam, badam, bam, badam, bäh. Hi, Cesurio, na, was geht? Du bist schon Typ Stahl, ich kann dich also nur schon mal nicht toxieren, aber Nitroladungen kann ich dich. Ich bin sowieso schneller, okay, warum auch nicht? Ja, Ignigo ist gar nicht mal so langsam, also für einen Käfer meine ich jetzt auch. Und ich werde wahrscheinlich bei physischen Sachen bleiben, aua! Lass den Kark, aua! Wechsel! Jita. Das könnte lustig werden. Hm. Wie wir es mit den Trainern machen, ob ich jetzt nach dem Part sage, okay, die nächsten beiden Top 4 Leute kommen dann im nächsten Part. Oder ob ich das jetzt alles in dem Part mache, das. Wobei in dem Part werde ich sicher nicht alle schaffen. Aber ich, ob ich jetzt den nächsten noch mache oder nicht, hängt jetzt davon ab, wie lange wir für den brauchen. Oh, Kreuzschere, oh Gottes Willen, lass den Kack. Aber das könnte gereicht haben. Oh Gott! Und tschüss. War mir eine Ehre, für sie gedient zu haben. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen Cesurio zu sterben, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ganz ehrlich bin. Nee. Nicht wirklich. Du hast wobei Stahlattacken sind sogar nur normal stark. Das ist wenigstens ein Fünkchen Hoffnung. Ich habe mir jetzt so eine Kaskade rein. Sehr deswegen. Weil ich habe jetzt keine Lust, meine Verteidigung zu schwächen und dann im nächsten Zug meine Verteidigung zu schwächen und dafür meinen Angriff und Initiative und so zu stärken. Und dann im nächsten Zug voll aufs Maul zu bekommen. Jetzt kriegst du jetzt Haus erstmal für eine schöne hohe Verteidigung. Und jetzt kommt mein Hausbruch. Bam! Und dann solltest du in der nächsten Runde ziemliche Schmerzen erleiden, mein Lieber. In der Hoffnung, dass es doch wirklich so ist, wie ich mir dachte. Ja, er ist auf jeden Fall schon mal schneller, das ist gut. Kann man sich nämlich auch mit verschätzen, wie wir bei Skelabra gemerkt haben. Sehr schön, Cooper. Nice. Ja, Level 41. Verdient aber auch, verdient. Burner, Level 51. Der muss sich sowieso langsam entwickeln. Rabigator. Boden und Licht. Lauch. Den Bodentyp kann ich mir schön zunutze machen, um mich zu heilen. Wobei ich bei Rabigator vorsichtig bin. Das Viech kann böse sein. Das kann okay, es hat Betrohung. Ich wollte gerade sagen, kann auch Hochmut haben. Und bei Hochmut bin ich dann sehr vorsichtig. Denn wenn das Ding mir einfach meinen Pokémon umknüppelt und dann seinen Angriff steigt, tut das weh. Oh Gottes Willen, war das stark. Wow. Ich habe meinen Angriff nicht gesteigert. Du kannst mich mit Schmarotzer sonst wo. So. Zack, zack, zack und weg. Perfekt. Bob. Umgekippt. 52 für Lauch. Verdient, verdient. Was kommt jetzt? Kleoparda. Oh. Da möchte ich... ein Opfer beginnen erstmal, damit ich Burner geheilt ins Rennen schicken kann. Oh, Kleoparda. Hm. Ein sichtschönes Pokémon, auch wenn ich es nicht leiden kann. Ich weiß nicht warum. So, Burner kriegt jetzt mal wieder ein Full Heal. Ist schon lustig, wie wir hier mit dem unterentwickelten Pokémon in die Liga kommen, aber okay. So, tschüss, Donald. Hätte nicht erwartet, dass du überlebst. Auf jeden Fall kommt jetzt Burner wieder frisch ins Rennen. Hat jetzt nicht jeder ein Pokémon down gemacht? Nee, Koopa hat nicht überlebt, ne? Schade eigentlich. Das wäre doch cool gewesen. Ich glaube nicht, dass ein Käferbiss ausreicht. Nein! Warum hast du ein weibliches Kleoparda? Ich glaube, ist nicht sogar deine Pokémon im Hauptteil weiblich? Nee, danke schön. Ich will ihn mit Toxin treffen. Au, warum können alle deine Pokémon Shit-Attacken hier? Ich probiere es weiter mit der mit dem Toxin. Solange jetzt kein Volltreffer kommt. Okay, er ist verbrannt, damit brauche ich auch nicht mehr mit Toxin anzukommen. Aber sein Angriff ist dadurch geschwächt. Wunderbar. Und ich leih mich jetzt erstmal, genau. Ich heile mich jetzt erstmal. Also Burner, so gesehen. Notwendig ist es. Aber wir sind nicht wirklich overlevelt, muss ich sagen. Wir sind ein bisschen höher, ja, aber es liegt daran, dass es halt nicht anders geht. Wir sind ziemlich passend vom Level her eigentlich. Jetzt ist die Frage. Bist du schneller als ich? Ich denke ja. Ich
frage mich jetzt gerade, wie stark das ist, weil wenn du eine Top-Genesung einsetzt, ist die Verbrennung gleich wieder weg. So bin ich auf jeden Fall schon mal schneller, das ist doch schon mal was. Oder ich hoffe zumindest, dass ich schneller bin. Wenn das so weitergeht, setzt er gleich eine Top-Genesung ein. Er setzt jetzt eine Top-Genesung ein. Oder? Nein, ist er nicht. Aber ich bin auf jeden Fall schneller und Käferbiss, das sollte es sein, oder? Komm schon. Ja, das war's. Sehr schön. Traumhaft. Wenn der eine gewinnt, verliert der andere. Und bla bla bla, der echte Gewinner kommt in Sieg, ohne vor dieser brutalen Niederlage zu laminieren. Ja, ich musste jetzt ganz schnell lesen, was da stand. Ich hab's nicht wirklich lesen können. Ob man nun sein Bestes gegeben hat und ob das Schicksal es eher schlecht gemeint hat, dankeschön. Eine Niederlage ist und bleibt eine Niederlage. Genau dies verleiht den Lorbeeren des Siegerkranzes ihre erhabene Pracht. Und von deinem Siegerlächeln bin ich regelrecht geblendet. Haha, Arschkarte. Er war ein guter Verlierer, ich war ein schlechter Gewinner, aber okay. So, wir heilen nochmal kurz. Pokémons. Beleber brauchen wir auf jeden Fall welche. Cheetah war ja ein bisschen tot. Und das gleiche gilt auch für Donald. Und wir brauchen ein paar Hyperdrecke, wie ich gerade gesehen habe, so aus dem Augenwinkel. Wobei, der hätte noch einen Supertrank gereicht, aber... Haben wir Supertränke? Ich weiß es gerade gar nicht. Also einen haben wir ziemlich sicher. 8 Stück, okay, das reicht. Weil dann halte ich dich mit einem Supertrank. Und halte dich mit einem Supertrank. Keine Ahnung, ob ich Donald geheilt habe. Einfach... Stilistische Gründe. Das wird sein. Gut, Leute. Also, das war's für heute von Pokémon Weiß. Im nächsten Part werden wir uns die beiden letzten Mitglieder der Top 4 vorknüpfen und vielleicht... Knüpfen ist was anderes. Und vielleicht geht's dann im nächsten Part auch schon Richtung Champ. Also, wir werden sehen. Beim nächsten Mal bei Pokémon Weiß. Bis dahin und ciao.